Sonic the Hedgehog 4, Episode 2. Episode 2 heißt, es gab mal eine Episode 1, und zwar im Jahr 2010. War schon ein sehr gutes Spiel. Episode 2 treibt das Ganze noch ein bisschen weiter und Fans werden es lieben. Vor allen Dingen natürlich erstmal, weil Tails dabei ist. Tails, kleiner Kompagnon, der euch in Situationen aushilft, der Computer. Wenn der Computer Tails übernimmt, dann läuft er so treu doof hinterher. Er kann aber auch irgendwie auf Tastenanschlag zur Hilfe eilen und irgendwie euch in die Luft wirbeln oder einen Energieball formen und dann sehr zerstörerisch gemeinsam mit euch in die rechte Laufrichtung wirken. Meistens geht es nach rechts, an dem Sonic-Spielprinzip hat sich natürlich nichts geändert. Grafisch sieht das Ganze sehr, sehr fein aus, sowohl auf iPhone als auch iPad. Das ist eine Version, eine gemeinsame Version. Es ist keine Retina-Optik auf dem iPad. Auf dem iPad 3 sieht man, dass das nicht super hochauflösend ist, aber es sieht sehr, sehr gut aus. Das darf man dem Titel wirklich nicht ankreiden. Sound finde ich gut, ist negativ angemerkt worden bislang schon. Ich finde, die Sounds sind eingänglich, sind nicht super abwechslungsreich, aber ganz gut. Es gibt einen lokalen Mehrspielermodus, da übernimmt man die Rolle von Tails. Es gibt eine Game Center-Anbindung, es gibt einen iCloud-Spielstand-Sync, ja, ganz großartig. Also ihr könnt auf dem jeweiligen Gerät, ihr könnt die Geräte wechseln, wie ihr lustig seid. Es ist nicht sehr umfangreich, ich habe am gestrigen Abend 3-4 Stunden damit verbracht und ja, eigentlich so große Teile gesehen. Also es ist so ein Titel für einen Abend. Das ist okay. Insbesondere, wenn man so den ganzen Spielumfang als komplettes Produkt sieht. Game Center-Anbindung und Multiplayer. Und Metal Sonic kann für so ein paar Bonus-Level nicht frei gespielt werden, sondern wenn Episode 1 installiert ist, gibt's ein paar zusätzliche Inhalte. Die Framerate, ganz, ganz, ganz selten stottert sie mal, aber das ist mir, ja, ist wirklich selten vorgekommen. Sonic läuft so ein bisschen schwerfällig an, also Steuerung ist nicht super optimal, aber geht okay. Insgesamt, es ist ein tolles, rundes Paket. Also nichts, was super aufregend wäre und das Hitspiel des Monats oder so, aber es ist ein sehr, sehr solides, gutes Sonic 4 Episode 2.